Hallihallo. Heute geht es um geostationäre Satelliten. Und diese Satelliten heißen so, weil sie über der Geos die Erde, immer stationär sind. Also immer über demselben Ort der Erde sind. Hier habe ich mir Ecuador rausgesucht. Ecuador ist ein Ort am Äquator, daher auch der Name. Und ich möchte nun einen Satelliten haben, der sich immer über Ecuador befindet. Wir schauen gerade vom Nordpol auf die Erde drauf, deswegen ist Ecuador so am Rand. Und das bedeutet, wenn ich jetzt die Zeit einschalte, dann würde sich Ecuador natürlich auch im Kreis drehen, weil sich die Erde im Kreis dreht. Die Erde braucht 24 Stunden, um sich selbst um die eigene Achse zu drehen. Das ist natürlich unser normaler Tag-Nacht-Rhythmus. Und das liegt natürlich daran, dass die Erde in 24 Stunden einmal der Sonne zugewandt ist. Also jede Stelle und einmal auch wieder abgewandt. Und wir sehen schon, dass der Satellit nun viel zu schnell wäre. In dieser App ist die Geschwindigkeit des Satelliten so eingestellt, dass sie immer so schnell wäre, dass der Satellit kräftefrei um die Erde fliegen würde. Das heißt, er bewegt sich so schnell, dass die Zentripetalkraft, die er für diese Kreisbewegung braucht, ganz genauso groß wie die Erdanziehungskraft der Erde in diesem Abstand ist. Wenn ich jetzt den Satelliten noch näher an die Erde ranführen würde, was wir machen, so, dann sehen wir, dass er noch viel schneller fliegen müsste. Das liegt daran, dass die Erdanziehungskraft ja jetzt viel höher ist. Dadurch muss der eine viel höhere Zentripetalkraft auch benötigen, weil sonst wäre die Erdanziehungskraft ja höher als die Zentripetalkraft. Und der würde abstürzen. Genau, und deswegen muss er viel schneller sein, weil die Zentripetalkraft ja mit V² steigt. Sie ist zwar auch ein bisschen gestiegen, weil R kleiner geworden ist, aber mit R steigt sie ja nur linear, also mit 1 durch R eigentlich, und mit V aber quadratisch. Gut, jetzt kann ich das hier ausprobieren und ich zoome mal ein bisschen raus. So, und bei dem jetzigen Abstand haben wir es sehr genau geschafft, dass der Satellit wirklich über dem Äquator stehen bleibt. Ihr seht, stehen bleibt ist natürlich echt relativ. Natürlich nur aus Sicht von Leuten, die jetzt am Äquator stehen. Wenn die immer senkrecht nach oben schauen, könnten sie den Satellit sehen, obwohl er sich sehr schnell bewegt, weil er die Erde ja umkreist. Gut, jetzt überlegen wir uns noch, warum ich den Satelliten nicht irgendwo positionieren kann. Gut, das bedeutet, die Frage der Umlaufdauer ist geklärt. Der Satellit muss natürlich eine Umlaufdauer von 24 Stunden haben, weil sich jeder Punkt auf der Erde auch in 24 Stunden um die Erde dreht. Jetzt bleibt nur die Frage offen, über welchen Punkten er stehen kann. Und es ist kein Zufall, dass ich hier Ecuador ausgewählt habe, weil es gehen nicht alle Punkte. Ich habe hier ein wunderschönes Bild der Erde gemalt und jetzt schauen wir uns das an. Die Erdachse verläuft durch die Pole, das bedeutet etwa so, und dann rotiert sie eben in dieser Richtung. Wenn ich jetzt einen Satelliten am Äquator positioniere, so, das hier ist dann der Äquator, und wir nehmen jetzt an, dass wir den Satelliten auch über dem Äquator positionieren, also zum Beispiel über diesen Punkt eben in Südamerika über Ecuador. Dann ist es ja so, dass die Kreisbewegung in dieser Art wäre. Und jetzt würde der Satellit an jedem Punkt zur Erde hingezogen werden, durch die Gravitation der Erde. Das wäre aber okay, weil für die Kreisbahn müsste der Satellit ja genau in dieselbe Richtung gezogen werden. Wenn wir beispielsweise an dieser Stelle sind, dann wird der Satellit von der Erde in diese Richtung gezogen. Und das ist wieder okay, weil das ist genau wieder die Richtung der Zentripetalkraft für die Kreisbahn. Also über dem Äquator können wir ihn super platzieren. Jetzt nehmen wir mal an, dass wir ihn über dieser Stelle zum Beispiel der Erde positionieren. So, dann haben wir den Satelliten hier. Und dieser Satellit würde nun hier oben eine Kreisbahn fliegen müssen. Die Zentripetalkraft, die man für die Kreisbahn braucht, geht aber in diese Richtung. Immer zum Kreismittelpunkt.
Jetzt ist aber so, dass die Erdanziehungskraft ja immer zur Erde hingeht. Das heißt, die Erde zieht nach unten. Also würde ein Satellit, den wir hier anbringen, nicht schweben bleiben, weil die Erde ihn nicht zum Kreismittelpunkt zieht, sondern ebenso nach unten. Und dadurch würde der Satellit einen Trichter fliegen, der immer enger wird, bis er auf die Erde auftrifft. Und das klärt unsere letzte Frage. Satelliten können nur über dem Äquator positioniert werden, weil nur hier ist die Kraft, die Zentripetalkraft, immer auch in dieselbe Richtung wie die Gravitationskraft, ja, so dass wir nicht irgendeine Kraft in eine andere Richtung haben, die den Satellit zum Abstürzen bringen lassen würde. Okay, das war's und ja, viel Spaß bei den nächsten Aufgaben.